13 Vogelangriffe, die mit der Kamera festgehalten wurden. Als erbarmungslose Jäger stellen Greifvögel die meisten Landsäugetiere in den Schatten. Mit ihren rasiermesserscharfen Krallen, ihren spitzen Schnäbeln und der Fähigkeit, unbemerkt vom Himmel herabzustoßen, sind Habichte und Falken furchterregende Raubtiere. Aber auch scheinbar harmlose Vögel haben einen Raubtierinstinkt, den man ihnen nicht zutrauen würde. Vom bescheidenen Reiher bis zur trügerischen Hirtenmeina. Sieh dir diese 13 Vogelangriffe an, die gefilmt wurden. He's eating a duck! Oh no! He ate the duck! He can't swallow it! Nummer 13. Der Turmfalke. Es gibt nichts Schöneres als ein Raubtier, das sich in seinem Revier wohlfühlt. Und beim Anblick dieses Turmfalken spürt man förmlich die Ruhe, die er ausstrahlt. Statt ihre Zeit mit Flügelschlagen zu verschwenden, haben Turmfalken ein energiesparendes System entwickelt, den Schwebeflug. Aber lass dich nicht täuschen, Turmfalken können erbarmungslos sein, wie die armen Tauben in diesen Clips erfahren mussten. Zielgerichtet erkundet der Turmfalke die Umgebung, um Beute zu finden. Hat er sie erst einmal gesichtet, hat die unglückliche Taube keine Chance zu entkommen. Der Turmfalke wendet und manövriert, um eine Taube aus dem Schwarm zu isolieren. Und so schnell, wie es angefangen hat, ist für die Taube auch schon alles vorbei. Nummer 12. Der Reiher. Der Reiher pirscht sich in Feuchtgebieten an seine Beute heran und nutzt seinen langen Hals und den scharfen Schnabel als Harpune, um seine Beute zu fangen. Was für den Reiher als Jäger spricht? Man möchte nicht am Ende dieses Schnabels sein, die armen Taschenratten. Aber glaubt nicht, andere Lebewesen seien vor dem Reiher sicher, denn gleich siehst du, wie er Streifenhörnchen und Babyschildkröten angreift. Beachte die bedrohliche Ruhe, mit der sich der Reiher an die armen Nager heranpirscht und die Präzision, mit der er zuschlägt. Den Schildkröten ergeht es noch schlimmer, sie werden grausam aus ihrem Zuhause gerissen. Der Reiher ist ein erbarmungsloser Vogel. Nummer 11. Die Möwe. Wenn du mal einer Möwe begegnet bist, weißt du, dass sie zu den aggressivsten Vögeln der Welt gehört. Möwen belästigen Touristen auf der Suche nach Nahrung, aber diese Kost reicht nicht, um den Appetit dieser Vögel zu stillen. Möwen fressen alles, was sie kriegen können. Ob es sich um eine unaufmerksame Taube oder um ein an den Klippen spielendes Eichhörnchen handelt. Wenn eine Möwe beschließt, dass Essenszeit ist, dann war's das. Die Menschen beobachten entsetzt, wie die Taube immer wieder angegriffen wird. Nummer 10. Die Elster. Elstern haben das Image, unverbesserliche Diebe und auf alles Glänzende auszusein. Aber die Wirklichkeit ist noch schlimmer. Als Rabenvögel sind sie ebenso intelligent wie rücksichtslos. Hat sie erst eine Beute wie diese arme Ratte im Auge, lässt eine Elster ihre Mahlzeit nicht mehr entkommen. Diese Ratte hat einen schlimmen Tag erwischt, als sie auf eine Elster trifft. Sie unternimmt zaghafte Fluchtversuche, aber die Elster umkreist sie und die Ratte trägt zur Unterhaltung bei, bevor sie zum Abendessen wird. Nummer 9. Der Wüstenbussard. Dies ist ein wunderschöner Wüstenbussard. Und so attraktiv wie sein Aussehen ist auch seine Jagdtechnik. Der über seiner Beute gleitende Bussard verkörpert den raffinierten Tod vom Himmel. Hier jagt er eine Ente und ein paar Fasane und kommt wie üblich schließlich zum Zug. Versagen gibt es nicht. Wenn ein Wüstenbussard im Sturzflug zuschlägt, ist er jedes Mal erfolgreich. Man sieht, wie präzise diese Bussarde ihre Angriffe ausführen und warum sie in der Beizjagd beliebt sind. Nummer 8. Der Pelikan. Pelikane sind berühmt für ihre übergroßen Schnäbel mit dehnbarem Sack. Entgegen der landläufigen Meinung ist dieser nicht dazu da, Nahrung zu speichern. Pelikane nutzen ihre Schnäbel vielmehr als riesige Fischernetze. Aber obwohl sie Meisterfischer sind, ist ihre Nahrung nicht auf Fische beschränkt. Man hat herausgefunden, dass für einen Pelikan alles, was in seinen Schnabel passt, eine Mahlzeit ist, einschließlich anderer Vögel. Was in den Schnabel geht, ist Beute. Hier versucht ein Pelikan verzweifelt, eine ganze Ente zu verschlingen. Wenn du dies für eine Ausnahme hältst, sieh dir an, was in diesem anderen Video mit einer bedauernswerten Taube passiert. Pelikane haben einen unersättlichen Appetit und schrecken vor nichts zurück, um ihn zu stillen. Nummer 7. Der Wanderfalke.
Weniges in der Natur ist so majestätisch wie der Falke. Und insbesondere der Wanderfalke ist der Inbegriff des Vogeljägers. Mit seiner Stromlinienförmigkeit und seiner tödlich genauen Sehkraft ist der Wanderfalke die Zielsuchrakete der Natur. Der einzige Trost für seine Beute ist, dass sie ihn nicht kommen sieht. Mit Geschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometern im Sturzflug sind Wanderfalken die schnellsten Lebewesen der Welt. Bei dieser Geschwindigkeit kann kein Beutetier den Angriff des Falken sehen, geschweige denn darauf reagieren. Selbst moderne Aufnahmetechnik kommt kaum mit der Schnelligkeit zurecht, mit der er die Ente mit einem einzigen Schlag erledigt. Trotz seiner geringen Größe kann der Wanderfalke aufgrund seiner Schnelligkeit viel größere Beutetiere erlegen. Dieser Luftkampf zwischen einem Kanada-Reiher und einem Wanderfalken ist die natürliche Version eines Hundekampfes. Wie erwartet ist der Falke siegreich und bringt den Reiher zu Boden. Wenn der Falke große Vögel wie Reiher ausschalten kann, welche Chancen hat dann ein Fasan? Keine. Nicht grundlos sind Wanderfalken bei Falknern beliebt. Nummer 6. Die Eule. Die meisten Eulen fressen Nagetiere und Vögel, aber sie sind einfallsreiche Raubtiere, die alles, was sie in ihre Krallen bekommen, zu ihrer Mahlzeit machen. Eulen sind großartig darin, Konkurrenten aus dem Weg zu räumen, wie man an ihrem Kampf mit Felstauben sieht. Die erbarmungslosen Vögel tun alles, um an ihre Beute zu kommen, auch wenn diese von Wanderfalken bewacht wird. Glaub nicht, dass das Zufall war, denn wie du gleich sehen wirst, sind auch Katzen vor Eulen nicht sicher. Passt auf eure Haustiere auf, denn es könnte ihnen eine Eule auflauern. Nummer 5. Schlange gegen Adler. Gibt es etwas Majestätischeres als einen Haubenadler? Es gibt mehrere Arten davon, wie den Fleckenadler, aber hier siehst du einen Philippinen-Haubenadler, einen großen Raubvogel. Seine bevorzugte Mahlzeit sind Schlangen. Das hier ist eine Kreuzotter, deren Gift gefährlich sein kann, aber das stört diesen Adler kaum. Er pickt einfach weiter nach ihr. Der Adler hat den Kopf der Viper fest im Krallengriff und dagegen hätte die tödlichste Schlange keine Chance. Diese Schlange hat einen Fehler gemacht, als sie sich mit dem Haubenadler anlegte und wird bald ein Festmahl für ihn sein. Ein Adlerweibchen sah eine Klapperschlange unter ihrem Horst und ging vorsichtig hin, um sie zu untersuchen. Sie schlägt mit den Flügeln bereit zum Angriff, doch dann merkt sie, dass die Schlange bereits tot ist. Nummer 4. Der Habicht. Als ehemaliger Lieblingsjagdvogel des Adels genießt der Habicht in Falknerkreisen immer noch Ansehen. Der Habicht ist zwar nicht so groß wie der Bussard, aber größer und kräftiger als der Sperber, mit dem er oft verwechselt wird. Er verfügt über alle Waffen, die man bei einem Greifvogel erwarten würde. Habichte sind dafür bekannt, ihre Beute im Nu zur Strecke zu bringen. Sie verfolgen sie unerbittlich, wie diese arme Krähe gleich feststellen wird. Bei der Schnelligkeit des Habichts hatte die Krähe nicht die geringste Chance zu entkommen. Die Krallen können Fleisch von den Knochen reißen, aber richtig ausgebildet sind Habichte ausgezeichnete Jagdgefährten und können ihre Beute mitten im Flug ergreifen. Einmal gefangen ist die Beute bewegungsunfähig, wie diese verängstigte Krähe. Und als nächstes kommt die Belohnung. Der Habicht verschwendet keine Zeit, er tötet seine Beute und zerpflückt sie. Brutal, oder? Aber das ist die Natur. Nummer 3. Der Steinadler. Hoch über den Bergen schwebend ist der Steinadler einer der markantesten Greifvögel. Der Raubvogel kann riesig werden. Manche Exemplare haben eine Flügelspannweite von über 2 Metern. Ein solch imposanter Greifvogel gibt sich natürlich nicht mit Spatzen und Wühlmäusen zufrieden. Nein, er hat es auf größere Beute abgesehen. Dieser Vogel kann ausgewachsene Schneeziegen erlegen. Das funktioniert allerdings nicht immer. Hier hat es nicht geklappt, aber urteile nicht aufgrund dieses einen Misserfolgs. Für ein besseres Bild der Fähigkeiten des Adlers kannst du dir ansehen, was mit einem unglücklichen Reh passiert ist, das zufällig von ihm erspäht wird. Wenn man gesehen hat, wie dieser Adler ein Reh erlegt, welche Chancen hat dann ein Gänseküken gegen seine furchterregenden Krallen? Nummer 2. Die Hirtenmeiner. Die für ihren markanten Ruf berühmte Hirtenmeiner gehört zu den am leichtesten auszumachenden Gartenvögeln. Doch hinter ihrem bescheidenen bräunlichen Gefieder verbirgt sich ein Raubtierinstinkt. Während die meisten Hirtenmeiners als Nahrungsquelle nur junge Vögel jagen, schließen sie sich gegen größere Bedrohungen zusammen. Als eine Krähe den Fehler machte, diese Gruppe von Hirtenmeiners zu bedrohen, erhielt sie eine Tracht Prügel, die sie nicht vergessen wird.
sie wie eine Hirtenmeiner die Krähe festhält, während eine andere wiederholt auf sie einschlägt. Aber Hirtenmeiners verbünden sich nicht nur gegen Krähen, sie lassen nicht einmal schlaue Chamäleons in Ruhe. Und selbst andere Hirtenmeiners sind nicht vor ihnen sicher, also sind sie zumindest unvoreingenommen. Anscheinend lieben sie es einfach zu kämpfen. Nummer 1. Der Weißkopfseeadler. Der Weißkopfseeadler ist der Nationalvogel der USA. Als einer der größten Vögel Nordamerikas hat er sich diesen Titel redlich verdient. Er beeindruckt mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,50 Meter und einem markanten weißen Kopf, der sich vom gelben Schnabel abhebt. Ob sie Fischadlernester plündern oder Enten ausweiden, diese Greifvögel sind gefürchtete Jäger. Obwohl es Seeadler sind, trifft man Weißkopfseeadler auch im Landesinneren. Sei vorsichtig, wenn du dich ihnen näherst. Wie man an der Reaktion dieses Weißkopfseeadlers auf Präsident Donald Trump sieht, haben sie ein übles Temperament. Anscheinend mag er den ehemaligen Präsidenten nicht besonders. War das nicht ein interessantes Video? Sag uns, welcher Vogelangriff dir am besten gefallen hat und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und Benachrichtigungen zu aktivieren, um zu erfahren, wenn wir ein neues, cooles Video für dich hochladen. Bis zum nächsten Mal.